Also das Rennen war für mich ein absolutes Wechselbad der Gefühle und ich denke für alle bei BMW. Mit dem tollen zweiten Platz von Martin sind wir natürlich sehr zufrieden. Von 4 auf 2 vorgefahren, das war die erklärte Zielsetzung. Wir hatten mit 4, 5 und 6 eine gute Ausgangsposition fürs Rennen. Das haben wir teilweise umgesetzt gekriegt mit dem Martin. Hat auch das Team RMG einen tollen Job gemacht, tolle Boxenstopps hingelegt. Aber es war natürlich mehr drin. Und wir sind ja jetzt im vierten Rennen doch schon so ambitioniert unterwegs, dass wir sagen, da haben wir aus dem Potenzial, das vom Qualifying da war, mit 5 Autos aus unseren 6, die wir haben, in den ersten 11 Positionen, da hätten wir eigentlich uns mehr erwarten können. Und das Gesamtergebnis, was wir auch an Punkten gemacht haben, das ist schon so, ja, nicht ganz zufriedenstellend. Trotzdem muss man natürlich sagen, wollen wir den zweiten Platz von Martin überhaupt nicht schmälern, eine Riesenleistung. Und an einer Strecke, die ihm bestimmt auch sehr gut liegt, er hat ja letztes Jahr gewonnen, hat er gezeigt, welches Potenzial der M3 hat und damit sind wir zufrieden. Ja, ich bin sehr zufrieden, also von Position 4 zu starten und als Zweiter anzukommen beim sicherlich heute am Rennen, was extrem eine extreme Leistungsdichte hatte zwischen den drei Herstellern, war schon eine tolle Sache. Auch danke an mein Team, die zwei tolle Boxenstopps gemacht haben, die mir sicherlich auch geholfen haben, dann letztendlich an Gary Paffett vorbeizugehen und auf Position 2 vorzukommen. Das ist absolut richtig und ja, die waren für meine Jungs, weil die haben so viel gecallt die letzten anderthalb Jahre, um dieses neue Team auf die Beine zu kriegen und ja, da fällt schon viel Druck runter, aber Freude, guter Druck, positiver Druck.